Ach, ihr Menschen, na, ist fluffig. Ja, letztes Mal war ich ja am Kick. Das, wie ich finde, eigentlich lohnendste Geschäft, weil da kosten Hot Wheels 1,49, also zumindest in den zwei, in denen ich war. Und ich habe da richtig geile Kisten gefunden. Ja, und in dem Laden, wo ich war, halt in dem Kick, ist gegenüber halt noch ein Teddy. Ich rede gerade komisch, weil mein Hals kratzt sehr seltsam. Und in dem Teddy habe ich mich mal umgeguckt und hab, was glaubt ihr, was habe ich da gefunden? Genau, Hot Wheels. Und da will ich zuerst mal ein Autoschirm in die Kamera halten. Puh, das ich schon mal habe, nee, aber das habe ich dann zugelassen. Und ich habe die jetzt auch miteinander verglichen. Die sind beide geil, perfekt in allen Belangen. Und deswegen mache ich jetzt den hier, den ich heute gekauft habe. Ah, ich sehe ein paar Kratzerchen da. Ja, ist egal. Den mache ich auf, weil der gefällt mir so gut. Den habe ich auch schon in Blau. Nee, schau mal scharf bitte. Ah, der hier, der ist, ah, der ist, der macht mich an. Der ist schön. Der ist so schön. Oh Mann, das ist so tolles Auto. Oh Mann, ist der so toll. Ist der so toll, der ist so großartig. Ah, wie der so. Ah, oh, der ist so schön, der ist so schön. Oh, wie geil er flitzt. Obwohl er eiert wie ein Sau, aber er flitzt. Er ist so flitzig. Ach, ist der toll. Der Nissan Patrol Custom oder so irgendwie. Ne? Nissan Patrol Custom, ja. Ich habe es wiedergegeben, wie es sein soll. Schön. Ist das nicht ein schönes Auto? Das ist, boah, ist wirklich auch einer meiner Faves hier. Der ist richtig, richtig geil. Den finde ich echt Hammer. Oh, das ist ein richtig schönes Auto. Cool, ne? Hui, cool. Dann einmal den. Dann habe ich mir ein Auto gekauft, wo ich direkt schon gewusst habe, den kaufst du dir, aber den lässt du zu. Und zwar den hier. Trackmanga. Den habe ich schon in, was ist das, Aubergine oder so ein lila, rot, keine Ahnung. Und ja, jetzt habe ich mir den auch in Grau geholt, ne, mit diesen schönen Manga-Zeichnungen da drauf, mit diesen japanischen Monster-Dinger-Schlumpfens da. Ja, den lasse ich zu. Ne. Ich finde den anderen zwar schöner, so von der Farbvariation, aber der hier ist auch geil. Ja. Es geht ja um die Kunst. Ne? Die Kunst ist alles. Ja, schön, 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 schön. Ist hier, finde ich, ein bisschen doof, dass da der Preis... Warum machen die das? Warum? Das ist doch dumm. Ah, komm, ich lass dran. Ja, 1,50. 1 Cent teurer als im Kick, ne? Das müsst ihr immer bedenken. Ja, schön, 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 schön. Trackmanga. So, den stell ich dann dahin. So, dann kommen wir zu Autos, die ich auf jeden Fall auspacken werde. Auf jeden Fall. Oder vielleicht auch nicht. Doch, oder? Zuerst mal hier Barbie the Movie, ne? 56er Corvette hier. Auf dem Nummernschild steht Ken. Ich habe den Film noch nicht geguckt. Mal gucken, ob ich dazu mal komme. Den habe ich auch schon öfters gesehen. Den habe ich auch schon öfters in der Hand gehabt und habe gedacht, ah, Holstein. Und dann habe ich ihn auch schon öfters weggelegt wieder, weil, muss jetzt nicht sein. Da hast du schon so viel. Und ja, heute war es dann endlich soweit. Und ich habe gedacht, komm, nimm mit. Ah, steht sogar hier auch Ken drauf. Cool. Und jetzt muss ich mal überlegen, ja komm, nee, ich mache ihn auf. Ich mache ihn auf und guck mir das Ding mal an. Oh, sehr klein. Klein und knuffig. Ja, aber, oh, schöne matte Lackierung, so samtig. Ja. Ah, ich muss jetzt, ja, ist auch wieder eins dieser Autos, dass, wenn man es aus der Verpackung befreit, entfaltet es eine ganz besondere Magie. Von Nestle. Im Saarland trotzdem sehr beliebt. Das war ein Insider-Quatsch. Ja, nee, es ist ein hübsches Auto. Wenn man das so ausgepackt hat jetzt, dann ist das richtig schön. Ne? Ja, da sitzt dann halt Ken drin. Beziehungsweise da Ryan Gosling. Da sieht man auch Ken. Mir hat letztes Mal noch jemand erzählt, in den USA gibt es kaum keine Nummernschilder. Ah, der hat deswegen hinten keins oder wie. Gucken wir mal. Oh, der läuft aber schön. Der läuft schön. Ja, 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 ja. Knuffig. Gefällt mich. So, kommen wir zum nächsten. Die zwei sind schön. Deswegen hole ich direkt mal hier so ein Monster Truck.
Und zwar den Roger Dodger. Die hatten jetzt mehrere von diesen Monster Trucks da. Noch einmal den Lava Shark, allerdings in einer anderen Farbe. Der hat sehr billig ausgesehen. Und der hier sieht jetzt auch nicht sehr unbillig aus, muss ich sagen. Hat nicht mehr 1,99 gekostet, sondern 3 Euro. Und, aber den hier will ich auspacken, weil der ist nicht so schön wie der Lava Shark, den ich da mir mal mitgenommen habe. Das hier sieht schon recht, ja. Ich wollte halt nur mal wissen, wie die so sind, wenn man diese auspackt. Ne? Deswegen packe ich sie jetzt aus. Oh, die sind, wie sind dann die verpackt? Alter, was ist das? Puh. Oh. Aha, die haben trotzdem. Ah. Oh. Aha. Oh. Der lenkt von selbst. Ja, gut, ja. Ist halt nicht so schön und so faszinierend wie so ein großer Monster Truck, muss ich sagen. Ja, die ist, ja, ich, ne, bremsen sich selber aus. Sehr doof zu steuern, weil der will irgendwie selber irgendwo hin. Gut, da habe ich jetzt für 3 Euro so eine Erfahrung gemacht, wo ich sage mir, solange das Ding nicht super schön ist und ich es in der Verpackung lassen kann, werde ich mir davon jetzt nichts mehr holen, weil ja, da ist jetzt nicht so der Spaßfaktor. Und das hier ist auch sehr das Plastik. Da ist eigentlich, da ist nichts Spritzguss dran. Nee. Das einzige Metall ist die Achse. Und die Schrauben. Ansonsten ist alles, ja. Aber die sind auch verschraubt, sehe ich gerade. Die sind gar nicht miteinander nicht vernietet, sondern verspritzt. sondern verschraubt. Das finde ich jetzt wiederum cool. Ne? Das hier ist so eingesteckt. Kann man das auch aussteppeln? Bestimmt. Naja. Gut. Habe ich jetzt mal gelernt, ne, wie die so sind. Ja, ich halt jetzt nicht so das Gelbe vom Omelette, ne? Ja, stell ich mal dahin und ja, trotzdem, den stelle ich irgendwo hin und bin froh drüber, ne? So ist es jetzt nicht. Ah, welchen hole ich jetzt zuerst? Welchen? Ich hol den hier. Über den habe ich mich auch gefreut, wo ich gedacht habe, Alter, wie geil, sieht der cool aus, ne? Alter, 47er Chevy Fleetline. Ist das nicht der, ne, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, Roger Rabbit, ne, aber das hier ist, glaube ich, auch ein anderer, 1947, First Response, hier, A24, ja, den habe ich auch dann später nochmal gesehen, in einem anderen Laden, oder? Ja, doch. Und habe ich gedacht, so, nö. Ah, ich war noch im Hof und Kinderland. Da habe ich aber nichts gekauft, weil das ist mal 1,99 und sie hatten auch nichts so super aufregend. Ich wollte einen Truck mitholen, aber ich hatte kein Kleingeld mehr so und habe gedacht, so, nee. Extra die Karte zücken wegen 1,99 finde ich ein bisschen doof. Und der Truck war auch nicht so super schön. 68 hier, ne, weil Hot Wheels da erfunden, gegründet wurde oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Gut, packen wir den aus. Gucken, wie der so ist. Nein! Da hätte ich jetzt ein bisschen aufpassen müssen. Scheiße! Da ist die Flamme. Oh, das ist aber fies. Das ist ja wohl voll fies. Alter. Da ist die Flamme. Auf einmal habe ich den nochmal gesehen. Fuck. Scheiße. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ne, ich war danach noch im Aldi und... Beziehungsweise... Ah nee, das war... Da habe ich auch die Busse. Habe ich noch 2 Stück von den Bussen gesehen. Das ist jetzt doof.
Das finde ich jetzt ein bisschen doof, ne? Dass das hier jetzt ja, ein Treasure Hunt ist. Tja. Aber ja, es ist passiert halt, ne? Ja, fahren tut da relativ cool, smooth. Ah, ja, ist ja jetzt doof. Muss ich jetzt gucken, dass ich den nochmal, obwohl der so, ja, Verpackung. Ja, der Verpackung sieht da eigentlich schon cool aus, ne? Naja, wo habe ich denn jetzt gesehen? Jetzt muss ich mal rekapitularieren. Das war glaube ich, im Rofo Kinderland für 2 Euro. Aber, ach komm, scheiß drauf. Ist jetzt auch nicht so ein Auto, wo ich sagen würde, ja, ist, ne? Aber das, ja, man hätte es sehen können. Ich informiere mich vorher auch nicht, welche da die Treasure Hunts sind, ne? Ja, und dann passiert sowas halt mal. Muss ich halt mal genauer gucken, ne? Das ist echt so fies versteckt. Diesen kleinen Sheriff-Sternchen, die Flamme da zu verstecken, ey, wie fies ist das denn? Naja. Cooles Auto halt auch, ne? So sieht's aus. Macht der halt mal so ein Treasure Hunt auf. Naja, gut. Das hier ist aber jetzt keiner. Ne, gut. Rolling Solo. Ne? Der hat mir gefallen wegen Grau und Rot und Schwarz. Und der Hot Wheels Schrift da oben drauf. Und weil er so ein komisches ne, Gefluppe da hat. So sieht's aus. Ah, ich bin ein bisschen schockiert, ne? Das trifft mich jetzt. Ach so. Gut. Dann auf die Maus und gucke. Oh, der ist sehr dünn und das ist das, aha. Das ist übelstes Billigplastik. Hat der Funktion oder so? Der sieht so komisch aus, ne? Das ist einfach nur so ein Racer, wo der Fahrende halt nicht gucken muss, wo er hinfährt wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal. Der flitzt schön. Sehr schön. Ja. Ne? Wie hieß der jetzt nochmal? Rolling Solo. Tja. Hör auf. Hab so einen Muskelkater am Bauch, da tut so weh, wenn ich da niesen oder husten muss. Ätzend. Jetzt bin ich ein bisschen hinüber, muss ich sagen. Ne? Ja, auch schön, ne? Schöner Flitzer. Toll. Toll, toll, toll. Schön. Gut. Das war's von dem Teddy, ne? So eine doofe Scheiße. Naja. Okay. Hoffentlich lerne ich draus. Gut. Ja, vielleicht hat es euch gefallen. Hoffentlich. Oder auch nicht. Oder so. Oder warum auch immer. Und, ne? Ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.